Aber das Problem ist halt, ich kann im Moment recht wenig bauen. Das ja, ist halt im Moment ein bisschen blöd. Okay, Blatze. Muss ich mal die anderen fragen, wie die eigentlich an das ganze Blaze-Gedöns kommen. Weil langsam brauchen wir ja auch mal ein bisschen Blaze-Gedöns. So, Ender. Zack, einmal da rein. Weil ich will hier nicht irgendwie mit den Server-Mods, so wie ich das verstanden habe, ist das eine ein Server-Mod, habe ich keinen Nerv drauf. Ach, jetzt habe ich das da einfach so reingeschmissen. Mit einem Server-Mod will ich hier nicht rumspielen, weil den Server-Mod, den habt ihr ja nicht im, im Normalfall, sag ich mal. So, gut, das hätten wir. Jetzt kommen wir zu der Zentrifuge. Zentrifuge aus Forestry, richtig. Dafür brauchen wir Kupfer, Glas und ein Sturdy Casing. Sturdy Casing ist einmal Bronze im Kreis gelegt. Boah, haben wir sogar noch. Geil. So. Und dann den einmal mitnehmen. Cayenne Backpack. Das brauchen wir jetzt einmal. Da müssten doch irgendwo noch Advanced, Elite, Basic. Ach komm, hier nehmen wir die Advanced. Ist auch egal. So. Müssen wir da eigentlich einen Cube zwischenpacken? Nee, ich glaube nicht. Nee, ich meine nicht. Ich meine zu glauben, zu wissen, dass nö. Nö im Sinne von nö. Nö. Ich hoffe es. So, wie machen wir das denn jetzt am besten? Ja, hier. Komm, fangen wir hier erstmal an. So, Trivolo Windenergie. Zack. Receive. Bett nehmen wir hier mal weg. Füllt er sich? Nee. Füllt sich nicht. Warum? So, ich muss mein Bett wieder aufstellen. Ansonsten gibt es hier wieder irgendwelche Probleme. Bett spawnen gesetzt. Sauer. So, die Nacht einmal überspringen. Aber wieso... Wieso empfängt der jetzt nichts? Es kann nur sein, dass die Windenergie jetzt echt nicht mehr hinterherkommt. So, komm runter hier. Dann klatschen wir nämlich doch mal 64 Uran da unten rein. Hier mal um die Ecke und dann hier mal hin. Der ist voll. Receive. Hm. Komisch, komisch. Das ist alles voll hier. Pass mal auf, dann reißen wir den mal kurz weg. Ich stell den aber erstmal hier wieder mit hin. Und dann Uran. Und dann nehmen wir mal ein und zwei Stacks da weg. Ja, hier geht's dann irgendwie demnächst mal weiter. Ich komme hier im Moment ehrlich gesagt zu nichts. Bedingt durch mein Real Life. So, ich komme also durchs Real Life jetzt, ne? Und das ist so eine Sache, die ich nebenbei, während ich hier so ein bisschen Kacke mache, das ist so eine Sache, die ich nebenbei nochmal ansprechen wollte. Wenn jetzt mal nichts kommt an Videos, bedenkt, ich habe ein Real Life und ich mache das Let's Play immer noch for fun. Und ich verdiene damit kein Geld und ich will damit auch noch immer kein Geld verdienen. Push? Ja, Push. Nee, Pull. Pull und Push. Genau, dann haben wir's. Ne? Und ich will damit halt kein Geld verdienen und so weiter und so fort. Und ich bin halt in der Situation oder ich bin eben in der Lage auch mal zu sagen, heute kommt nichts. Heute kommt kein Video, weil ich keine Zeit habe oder was auch immer. Ich hatte keine Zeit zum Aufnehmen die letzte Zeit. Das war halt mein großes, großes Problem, das ich da hatte. Pass mal auf, ich mach mal eins. Ich nehme den nochmal ab. Fällt nämlich gerade was ein. Boah, ist ja eine geile Idee. Da habe ich gerade eine... Ich den jetzt da so hinstelle und sage... Delete. Das ist alles irgendwie nicht ganz das Richtige. Add Channel. Moment. Der soll jetzt senden. Und zwar soll der senden... Keine Ahnung. Hier hin. Müsste ja eigentlich gehen. Der hat jetzt ja nur noch zwei Abnehmer. Ja, warum denn nicht? Warum soll das denn jetzt nicht funktionieren?
Also eigentlich müsste das auch jetzt klappen. Also ich habe einmal halt das Ding im Nether da anklemmen und das waren irgendwie was bei 2000 Erzen, die er sich da erstmal wegholen will. Ja, warum soll das denn nicht gehen? Wieso, sag ich doch, warum soll das nicht funktionieren? Funktioniert doch, alles wunderbar, whoppa. Ja, wie bauen wir das denn jetzt am schlausten? Wir bauen das jetzt einfach erstmal irgendwie hin. Hübsch machen kann ich das immer noch. Ich suche gerade schon wieder. Ach da, nee, das hier. Hübsch machen kann ich das immer noch offscreen oder so. So, hier hin, hier und dann. Gut, wie gesagt, also wenn irgendwas ist, wenn ich irgendwas nicht gebacken kriege oder sonstiges, ja, dann steht es auch meistens irgendwo. Irgendwo schreibe ich das meistens hin. Und wenn es nur Facebook ist. Ja, also ich kann nur ganz blöd sagen, guck da bei Facebook mal hin. Ne, ist verlinkt alles oder Google Plus zur Not oder. Also es gibt genügend Möglichkeiten. So, den Honeycomb haben wir jetzt. Jetzt brauchen wir noch weitere Maschinen. Und zwar brauchen wir erstmal einen Bee. Bäh, das dauert mir hier. Anal. Hat Anal gesagt. Soll ich verarschen oder was? Ach, Bee Elizer. Okay. Hatte ich glattweg vergessen, wie das Ding heißt. Einen Bee Elizer brauchen wir. So, das geht im Carpenter. Der Carpenter braucht Wasser. Dafür braucht er Redstone, Diamanten, ein bisschen Zinn und Glasscheiben. Gut. Wo kriegen wir jetzt denn am dümmsten, am schlauesten Wasser her? Müssen ja erstmal einen Carpenter auch bauen, ne? So ist es ja nicht. Aquarius-Akkumulatoren haben wir ja mehr als genug eigentlich. Gut, fangen wir erstmal mit dem Carpenter an. Carpenter. So, Carpenter. Da brauchen wir schon wieder so ein Sturdy Casing für. Ja, ich baue mal gleich zwei Stück. Wir brauchen sowieso noch ein paar Mal. So, und dann hier ein bisschen Bronze an der Seite. Das Sturdy Casing und zweimal Glas. Fertig ist der Carpenter. So, den haben wir. Haben wir eigentlich noch irgendwie irgendwo diese ollen Pipes? Oder habe ich die jetzt alle verbaut? Logistical, die Dinger nehmen wir mal. So, das Ding kann hier erstmal wieder weg. So, und dann gehen wir hier mal irgendwo hin, wo wir uns Wasser mitziehen können und auch Energie. Energie und Wasser. Energie und Wasser. Boah, ist das hier wieder laut, Alter. Advanced Cable. Na, wo haben wir denn den tollen Wasserplöbel? Wasser und den Carpenter. So, der kommt da sowieso noch mal alles weg. Alter, ist das jetzt bei mir nur so laut auf den Ohren? Ich glaube, kommen hier 26, 27, irgendwie sowas in dem Dreh, habe ich das, meine ich immer. So, Carpenter haben wir. Wir brauchen jetzt Glass Panes, erinnere ich mich. Wir brauchen einen Diamanten. Glas. Jede Menge. Hier Glass Pane, Glass Pane. Nehmen wir mal 21 Stück mit. Nein, das war falsch. Bialyzer. Reicht schon so. Wunderbar. Viermal Zinn, zweimal Redstone. Okay. Nehmen wir hier mal einen halben Stack mit. Nehmen wir davon mal einen halben Stack mit. Ja, also ich habe hier wieder genug zu tun, ne? Und die Maschinen und Geräte und so weiter. Und hast du nicht gesehen, die haben, glaube ich, auch mehr als genug zu tun. So, der hier, der Plöbel da, der kommt natürlich auch immer noch nicht hinterher. So, das ist verkehrt. So, mit der linken Maustaste legt man die Sachen rein. Kann man auch mit der rechten. Mit der linken Maustaste kann man die da wieder verschwinden lassen. Naja, also nicht wundern, wenn sich nichts in der Hand oder an der Maus halt tut. Man muss es eben unten in dieses Feld packen. So, und dann craftet er hier halt fröhlich los. Ich trinke nochmal einen Schluck Kaffee. Die Stimmbänder ölen, die alten Dinger. Ja, ich war auf so einem ollen Konzert. Mehr dazu in Vanilla, denn so ab. Ich glaube ab dem 17. oder. Ne, 17. nicht, jetzt ist schon vorbei. Ich glaube ab dem 24. oder so. So, Bierleiser. So, weg hier. Ist ein bisschen laut hier. Bierleiser. Wie funktioniert jetzt der Bierleiser? Für die, die es nicht wissen.
Der Bierleiser, Rechtsklick. So, wir kriegen hier erstmal gar nichts, weil, ach so. Als erstes Mal braucht der so eine Art Treibstoff. Und das ist ein Honeycomb, der kommt hier oben rein. Zack.